Ja, gut, vielen Dank. Ja, wie gesagt, Jan Köhnlein mein Name. Ich arbeite für die Firma ITEMIS. ITEMIS ist ein Beratungshaus mit verschiedenen Niederlassungen in Deutschland. Ich arbeite in der Niederlassung in Kiel. Wir sind so ein bisschen spezialisiert auf modellgetriebene Softwareentwicklung und Toolbau im Eclipse-Umfeld. Und speziell in der Kieler Niederlassung haben wir unter anderem das X-Text-Framework. Kennt das jemand? X-Text? Ja, ein paar doch. Entwickelt und auch basierend auf X-Text jetzt eben auch unsere eigene JVM-Sprache Xtend. Ja, wieso brauchen wir überhaupt JVM-Sprachen? Wer so ein bisschen die Szene beobachtet, stellt fest, es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viele alternative Sprachen zu Java, die aber auf der JVM laufen, also auf der Java Virtual Machine. Und was ist denn der Grund dafür? Java ist, teilt sich, soweit ich weiß, mit C zusammen, die wechseln sich mal ab, den Titel als meistbenutzte Computersprache. Und Java ist ursprünglich 1995 erschienen. Und das ist natürlich auch schon ganz schön alt. Ja? Und die Softwareentwicklung hat sich ein bisschen verändert in der Zeit. Einige Entscheidungen, die damals für Java getroffen wurden, sind heute vielleicht nicht mehr so in dieser Art gültig. Und deswegen sehen wir jetzt plötzlich Sprachen aufpoppen wie Scala, Clojure, Cylon, aber auch eben Xtend. Ja, Java, wie gesagt, habe ich gesagt, ist so ein bisschen älter geworden. Ich komme dann so im Einzelnen auch auf die Punkte zu sprechen. Insbesondere ist Java sehr häufig sehr geschwätzig. Java wird oft als zeremonielle Sprache bezeichnet, das heißt, man muss so ziemlich alles hinschreiben. Es ist keine Kunst in Java, alleine eine Typsignatur zu entwerfen, die eine ganze Zeile füllt, eine ganze Codezeile. Und das ist natürlich nicht gut und sowas nervt. Und so ein paar moderne Features schaffen es wirklich nur sehr langsam in die Java-Sprache rein. Wer das ein bisschen verfolgt, wie das mit Lambda-Expressions bzw. Closures und dem Java-Community-Prozess ist, der weiß, wovon ich rede. Aber Java ist eben sehr verbreitet und das hat auch wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen gibt es für Java aus meiner Sicht die besten IDEs und Tools überhaupt von allen Programmiersprachen. Liegt zum Beispiel daran, dass es statisch getypt ist, das heißt, man kann auch wirklich gute Tools bauen mit Refactoring-Unterstützung und ähnlichen anderen Dingen. Aber eben auch, es ist so etabliert und ja, also Eclipse ist eine tolle IDE, es gibt aber auch natürlich NetBeans und IntelliJ IDEA. Das sind alles ganz tolle IDEs und das sind so mit die besten Tools auf dem Markt. Java selbst ist mittlerweile auch als Open Source verfügbar. Es gibt ein OpenJDK, also die komplette JVM ist Open Source. Der Standard ist soweit offen. Es gibt einen Java Community Process. Das heißt, also wer auf Java setzt, muss nicht zwangsläufig irgendwelche Produkte von Herstellern einkaufen, die dann zwei Jahre später aufgekauft werden. Die Community ist riesig, wenn man irgendwie eine Frage zu Java hat, also das Internet ist voller günstiger Informationen und Foren und man hat auch kein Problem auf dem Arbeitsmarkt Java-Entwickler zu finden. Das ist bei anderen Sprachen vielleicht ein bisschen anders. Und wir haben uns auch an die Standardbibliotheken von Java gewöhnt, wie mit den Listen und Hashsets und so weiter umzugehen ist, wissen wir alle. Das ist alles Code, der ist seit Jahren da, der ist richtig abgehangen, durchgetestet, der funktioniert und wir wissen auch, wie man damit umgeht. Das heißt, Java hat also wirklich auch durch dieses Etabliertsein eine ganze Menge Vorteile und eigentlich wollen wir die Vorteile nicht wegwerfen. Ja. Wir wollen nicht diese ganzen Vorteile wegwerfen, sondern was wir jetzt speziell mit Xtend gemacht haben, wir haben uns hingesetzt und gesagt, was sind eigentlich die Probleme? Und die lösen wir jetzt in der Xtend-Sprache. Xtend selbst benutzt beispielsweise Javas Typsystem, komplett wie es ist, 1:1. Es ist nicht wie Scala, dass wir versucht haben, nochmal ein viel komplexeres Typsystem zu bauen, sondern das ist wirklich 1:1 das Java-Typsystem mit Generics, mit Wildcard, Imports, alles Mögliche. Dann integrieren wir das Ganze in die Java-IDE, das heißt, das ist ein Eclipse-Projekt, Xtend selbst ist ein Eclipse-Projekt, wird auch mit Juno zusammen released im Juni. Und die Tool-Integration ist vollständig verwoben mit der JDT-Integration, das heißt mit der Java, mit dem Java-Development-Toolkit von Eclipse. Wie fast alle ein bisschen moderneren Programmiersprachen unterstützen wir auch funktionale Programmierung. Das heißt, haben sowas wie Clojures, High-Order-Functions, das kann man verwenden in Xtend. Wir haben ein zusätzliches Konzept Extension Methods, das ich gleich noch genauer zeigen werde. Und wir haben mit dem besten DSL-Support, also domain-spezifische Sprachen-Support,
denn die Expression-Sprache von Extend, das heißt also das, die Sprache, also diese, die Ausdrücke von Extend, die kann man wiederverwerten in anderen Sprachen, die man mit Hilfe des X-Text-Frameworks, auf dem alles hier basiert, selber schreiben kann, und dann kann man wirklich seine eigenen angepassten Sprachen bauen, ohne dabei zu viel Aufwand treiben zu müssen. Ja, soweit eigentlich so die Grundmotivation. Wie kann man das einordnen? Also Java ist vielleicht so ein bisschen, Extend ist so ein bisschen ähnlich wie Groovy. Wer kennt Groovy? Ja. Nur, dass es eben ein bisschen sauberer designt ist, schnell ist, Groovy ist relativ langsam, und statisch getypt. Statisch getypt ist ein großer Vorteil, wenn es um Tooling geht, aber auch natürlich, dass der Compiler mir vorher schon sagt, wo denn vielleicht Fehler sind, bevor ich die Anwendung ausführe. Dann ist Extend ein bisschen einfacher als Scala und aber auch gleichzeitig 100% Java interoperabel. Und man kann sich Extend so ein bisschen vorstellen als das CoffeeScript für Java. Wer kennt CoffeeScript? CoffeeScript ist so eine, ist eine Sprache, die auf JavaScript kompiliert, aber eine viel schönere Syntax hat und viel mächtiger ist. Das heißt, man kann also in CoffeeScript programmieren und das als JavaScript ausführen. Und genau das tun wir auch mit Extend. Wir generieren Java-Code. Ja, genug Gerede. Jetzt kommt die Demo. So, das ist jetzt der Zufall, dass das hier kein Eclipse 4.2 ist. Das ist ein Eclipse 3.8. Ja, also es ist eigentlich der logische... mein Workspace, das kann ich auch beweisen hier, der normale, der ist ein... Eclipse 4, aber es läuft also perfekt unter Eclipse 4. Ist auch getestet. Und ja, Java-Integration, habe ich gesagt, wird ganz groß geschrieben bei uns. Das heißt, wie fange ich an? In Eclipse baue ich mir ein Java-Projekt. Ich nenne das mal hier Sample. Und das ist witzig, ich habe hier einen Fehler drin. Das liegt daran, dass ich das vorher nicht richtig gelöscht habe. Ich mache das nochmal neu. So, jetzt. Ich baue ein neues Java-Projekt, Sample, jetzt hat es auch keinen Fehler, super, das ist wirklich ein leeres Java-Projekt, und da gibt es einen Source-Folder, also wer ein bisschen mit Eclipse gearbeitet hat, kennt das ja wahrscheinlich alles, Eclipse kennen aber alle, oder? Eclipse Demo Camp, wer kennt Eclipse? Ja? Wer kennt Java? Ja? Okay, super. Er muss, EMF, ne? Ja, wir bauen, wollen Extend programmieren. Was brauchen wir dazu? Eine Extend-Klasse. Hier gibt es so einen Wizard für eine Extend-Klasse. Sieht aus wie der Java-Klassen-Wizard. Ich brauche ein Package, nenne das mal Test. Und wie könnte die erste Klasse anders heißen als Hello World? So. Jetzt sieht man hier, kriegt gleich den Rumpf der Klasse generiert, gescaffoldet. Und ja. Sieht fast aus wie Java, ne? Package-Deklaration, normalerweise stehen danach noch Import-Statements und dann eine Klasse. Aber was auffällt, wir haben so ein paar, ein bisschen Ballast gleich von vornherein abgeworfen, keine Semikolons, die braucht man nicht. Also es gibt ganz wenige Stellen, an denen man sie braucht, die sind auch erlaubt, man kann sie machen, aber man muss sie nicht hinschreiben. Klassen sind per Default public. Ich weiß nicht, was die Java, Autoren von Java damals zu diesem Package-Private-Default bewogen hat. Ja. Und man sieht hier auch gleich einen Fehler, nämlich das Hello World hier, das ist unterkringelt und da fehlt eine Runtime-Bibliothek. Es gibt eine ganz dünne Runtime-Bibliothek, das ist in Java geschrieben. Da sind so ein paar Hilfsfunktionen, die ist einfach, ja, die Arbeit mit Extend wirklich, also die Extend dann noch so ein bisschen rund machen und die müssen auf den Klassenpfad sein. Ne? Also das ist ein Jar, das muss da rein, das kann man hier mit Hilfe eines Quickfixes auch einfach auf den Klassenpfad legen. Und wenn ich speichere, ist der Fehler dann auch weg. Gut, also in Extend definiere ich anscheinend auch Klassen. Es ist also auch eine objektorientierte Sprache. Es ist eigentlich wie Java, nur dass ich bei Methoden einmal das def-Keyword vorneweg schreiben muss. Und genau wie in Java baue ich jetzt eine Main-Methode, die muss static sein, void zurückgeben und bekommt Argumente als Strings. Und man sieht hier, also das Tooling ist wirklich so ähnlich wie JDT oder fast genauso gut. Code Completion, es gibt hier eine Printline-Funktion, die ist zum Beispiel in dieser Standardbibliothek mit drin. Printline. Und dann machen wir hier mal Hello World.
Wir haben doch ein bisschen mehr Java-Tooling, bisschen mehr Tooling hier in Eclipse. Es gibt so ein Outline-View mit Navigation, es gibt alles mögliche Find-References, wie man sich das so vorstellt. Ich habe gesagt, Java-Integration, ja tatsächlich, denn dieser String hier, das ist tatsächlich der Java-Lang-String, also wirklich eine Java-Klasse, die Java-Klasse String. Ich kann dahin navigieren mit den üblichen Eclipse-Mechanismen, aber das muss nicht unbedingt eine Framework-Klasse sein. Ich kann also auch hier eine eigene Java jetzt Klasse bauen, ich nenne sie mal Name Provider. So, und die hat eine Methode getName. Muss natürlich public sein. Wenn man ein bisschen extend programmiert hat, dann kommt einem Java wirklich schmerzhaft vor. Und der Name ist dann hier World. So, man merkt schon, ich habe zu viele extend programmiert, ich vergesse das ganze Zeremoniell von Java, also Semikolons und Return und wie auch immer. Und ja, jetzt könnte ich hier sagen, dann nehmen wir hier doch diesen Name Provider. Ups, mit New, wie wir das aus Java kennen. New Name Pro, Name Provider. Da ist er. Und rufe auf dem Name auf, get Name. Und das Ganze möchte ich. Also völlige Interoperabilität mit Java. Dieser Name Provider ist eine Java-Klasse, die ich eben geschrieben habe. Ich könnte hier jetzt auch ein Feld Hello World bauen. Ja, und das wäre dann meine Extend-Klasse. Ich kann das mischen, wie ich will. Ja, deswegen müssen wir nicht nicht alles nachbauen, was es in Java gibt. Interfaces zum Beispiel können wir in Extend gar nicht spezifizieren. Weil die syntaktisch einfach genau gleich wären zu dem, was in Java möglich ist. Warum arbeitet das so gut miteinander zusammen? Das ist, hat einen ganz einfachen Grund. Wir generieren nämlich automatisch Java-Code aus der Klasse. Ich kann das hier mal zeigen. Es gibt hier so ein View seit in dem neuen Release, das im Juni jetzt kommt, den Generated Code View. Und hier sieht man, dass aus dieser Extend-Klasse einfach Java-Code generiert wird. Und zur Laufzeit wird einfach nur dieser Java-Code ausgeführt. Das heißt, hier haben wir tatsächlich auch keine Runtime-Abhängigkeit zu Extend, außer dieser ganz dünnen Bibliothek mit Hilfsfunktionen und Operatoren und ähnlichen Dingen. Das ist ein Jar, das auf den Klassenpfad muss, wie jedes andere Jar halt eben auch, das man sonst so hat in der J2E oder was auch immer anwenden. Gut, soweit zum Hello World. Genau, ich habe natürlich noch ein bisschen mehr. Hello World ist sehr langweilig. Wir liefern so gewohnheitsmäßig immer auch so Beispiele mit aus mit unseren Frameworks. Es gibt hier zu Extend eben diese Introductory Examples und mit denen mache ich jetzt mal weiter. Da wird man auch feststellen, dass das Hello World Beispiel natürlich hier das erste Ding ist. Ich will aber jetzt mal hier was ganz anderes zeigen, nämlich das fünfte Beispiel. Und hier geht es jetzt im Wesentlichen erstmal um Extension Methods. Wer weiß, was Extension Methods sind? Ja, wer mal C-Sharp programmiert hat, in C-Sharp gibt es die, soweit ich weiß, auch. Extension Methods? Ja, also Extension Methods sind Methoden, die ich zusätzlich zu bereits eigentlich geschlossenen oder fertigen Typen annotieren kann. Das heißt, ich kann irgendeine aus dem JRE in der Klasse nehmen und der eine zusätzliche Methode verpassen. So. Oder eben auch andere Klassen nehmen. Weshalb will ich sowas machen? Ja, ich will, wenn ich objektorientiert programmiere, ist es zwar schön, dass wir so diese Trennung haben, die Kapselung von Behavior in Methoden und Daten in Feldern, aber es gibt natürlich auch so Hilfsmethoden, die ich immer nur in bestimmten Kontexten brauche. Ne? Also beispielsweise nur, wenn ich jetzt einen Code-Generator machen möchte, brauche ich bestimmte Hilfsfunktionen, um auf meine Datenobjekte zuzugreifen. Und das wäre irgendwie blöd oder es ist Ballast in allen anderen Kontexten, in denen ich meine Klasse benutze. Und deswegen gibt es in Extend diese Extension Methods. So, und die Extension Methods, die zusätzlichen Methoden, die kann ich nicht nur an Klassen zusätzlich dranhängen, sondern auch an primitiven Datentypen, wie das hier in diesem Fall ist. Und dadurch entsteht hier so eine ganz lustige Syntax. Das Beispiel ist zugegebenermaßen geklaut, wir haben das gesehen, auf der EclipseCon in einer Groovy-Demonstration, aber das kann man mit Extend eben auch wunderbar nachmachen.
Das heißt, hier dies hier ist ja ein Integer-Literal und jetzt haben wir für die Klasse Integer, oder für den primitiven Typ Integer, haben wir eine zusätzliche Methode KM definiert. Und diese Methode, da kann ich jetzt auch wieder mit den üblichen Mitteln hin navigieren, die sieht man hier, die ist in einer anderen Klasse definiert, auch eine Extent-Klasse Distance heißt die. Und die ist statisch in dem Fall und die nimmt ein Argument vom, ein Parameter, definiert ein Parameter vom Typ Kilometer. Von Int, Quatsch, Int, ne? Ein Int. So, und was sie dann letztlich zurückliefert ist, hier sieht man, das ist ein weiterer Methodenaufruf von M und das wirft CM auf und das wirft MM auf und MM schließlich gibt eine Distanz zurück. Extent ist statisch getypt, aber ich habe hier nirgendwo, habe ich Distance als Rückgabetyp hingeschrieben. Ich könnte das tun, muss es aber nicht. Denn wir haben Typinferenz und der Extent-Compiler oder das Extent-Tooling weiß, kann erschließen, dass also auch KM, die Methode KM, wie man hier in dem Hover sieht, ein Objekt vom Typ Distance zurückgibt. Das heißt, in fast allen Kontexten kann der Typ von Variablen oder von Rückgabewerten oder ja, genau, von denen kann erschlossen werden aus dem, was da steht bei der Zuweisung. Und deswegen kann ich das weglassen. Das ist etwas weiter, was, also das wird richtig witzig natürlich, wenn man Generics hat und solche Typsignaturen und man muss die nicht mehr hinschreiben, das ist wirklich nett. Auf der anderen Seite ist aber alles statisch getypt, das heißt, Kilometer liefert tatsächlich eine Distanz zurück und nichts anderes und wenn das was anderes wäre, dann gibt es entsprechende Fehler von Compiler. Genau, ich war aber eigentlich bei den Extension Methods. Das heißt, Kilometer ist eine Extension Method, die ein Int nimmt. Und bei Extension Methods ist jetzt das Besondere, die werden so definiert, dass der Receiver im Aufruf, das ist bei uns jetzt hier ein Int-Literal, als erster Parameter auftritt. So, das heißt, in unserem Beispiel mit den Units ist 15.Kilometer auf, äquivalent zu einem Aufruf von Kilometer von 15. Der Rückgabetyp ist eine Distanz, also ein Objekt vom Typ Distanz. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt hier so ganz lustige Sachen machen. Ne? Also ich kann Kilometer definieren und Meter definieren. Und man sieht, dass das sehr schön lesbar ist. Ja? Also, weil ich die, also in Java würde man dann eben so Hilfsfunktionen bauen, so ähnlich wie wir es hier auch gemacht haben, aber auf der Client-Seite, also da, wo das aufgerufen wird, da sieht das dann furchtbar aus. Da steht dann irgendwie Distance, Util, Punkt, Kilometer von irgendwas oder so. Das ist einfach gruselig und mit Extension Methods kann man das eben hier sehr schön darstellen. Der Trick, dass das überhaupt verfügbar ist, alle statischen Methoden aus der Distance-Klasse, ist hier oben zu sehen. Wir haben hier einen statischen Import, die gibt es in Java auch, statische Imports, kennt ihr? Ja, also man kann die statischen Methoden einer Klasse importieren. Aber dieser hier in Extent, der ist noch ein bisschen besonders, der ist mit dem Keyword Extension versehen und damit sind all die statischen Methoden aus der Distance-Klasse auf dem Extension-Scope, das heißt in dieser Extension-Syntax aufrufbar mit dem ersten Parameter vorneweg als Receiver des Method Calls. Das sind die Extension-Methods oder das ist die eine Extension-Method hier. Das andere, was man hier noch sieht, ist Plus. Ja, wir wissen jetzt ja, Kilometer liefert ein Distance und Plus. Das ist ein Operator, in Extent kann ich Operatoren überladen, so ähnlich wie in C++. Das geht über eine Namenskonvention. Und zwar sieht man das hier auch im Hover. Hover ist mal ziemlich günstig, ziemlich praktisch in Extent, wenn man mal nicht weiß, was da jetzt eigentlich tatsächlich passiert oder ein bisschen sich verpflanzt hat. Hier sieht man, dass da eine Methode aufgerufen wird, die heißt Operator Plus. Und das ist eine Methode der Klasse Distanz und die liefert eine Distanz zurück und nimmt eine Distanz als Argument. Das heißt, das ist tatsächlich, ich kann auch tatsächlich von hier aus hin navigieren, wieder mit Control-Click, Operator Plus. Also das ist das Plus-Zeichen, ist über die Namenskonvention an der Methode Operator Plus gebunden. Und der linke Operand ist das Objekt, in dem ich gerade bin. Der rechte Operand ist hier gegeben in der, als Parameter. Und was die Methode macht, ist, sie erzeugt ein neues Distanzobjekt, indem sie die beiden Distanzen addiert. Also haben wir hier jetzt tatsächlich als Ergebnis von diesem Plus
Zeichen wieder eine Distanz und das Ganze wird soweit gut sein. Und das kann man jetzt natürlich auf die Spitze treiben. Man kann jetzt natürlich für Zeiteinheiten genau das Gleiche machen mit Stunde, Sekunde, Minute. Und man kann dann anfangen, Geschwindigkeiten zu definieren. Das sind dann Zeiteinheiten durch Längeneinheiten durch Zeiteinheiten. Hier ist dann noch ein kleiner Trick, dieses H ist in Wirklichkeit, also dass ich hier nur Kilometer pro Stunde schreibe, ist eigentlich, dass hier auf der linken Seite eine Länge steht, Kilometer, und auf der rechten Seite steht eine Zeiteinheit, nämlich H. H ist eine Hilfsmethode, also auch so eine statische Methode, und das ist einfach eine Stunde, also eine Zeiteinheit 1. Das heißt also, man kann jetzt hier mit Extension Methods eigentlich ziemlich elegante APIs schreiben. Ausführen kann er das Ganze natürlich auch. In diesem Fall hier ist das ein Test. Ich habe jetzt hier keine Main-Methode, das ist ein JUnit-Test. Test hier ist die JUnit-4-Annotation, also ist Plain Java im Grunde genommen. Nichts Neues erfunden und ich kann das jetzt im Tooling jetzt hier eben auch als JUnit-Test ausführen und sehe, dass das Ganze dann funktioniert. Okay, das waren die Extension Methods. Genau, muss mal gucken, wie viel ich eigentlich Zeit habe. So richtig viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht. Was ich da noch zeigen muss. Das nächste, was ich zeigen wollte, ist, geht um Bier. Das ist unser Bierbeispiel, der Bottle Song. Wer kennt die Seite 99bottlesofbeer.net? Ja. Das ist, es gibt eine Seite im Internet, da, also es gibt erstmal ein Lied, das heißt 99 Bottles of Beer, das geht etwa so, 99 Bottles of Beer on the wall, 99 Bottles of Beer, take one down and pass it around, 98 Bottles of Beer on the wall. Und dann die nächste Strophe geht mit 98 Bieren weiter und so weiter und so fort, bis am Ende kein Bier mehr übrig ist und die letzte Strophe ist dann no more bottles of beer on the wall, wie man es hier sieht, no more bottles of beer, go to the store and buy some more und dann geht es wieder von vorne los, 99 Bottles of Beer. Das ist alles und es gibt diese Seite, wo eben in diversen Programmiersprachen, ich glaube es sind über 1000, implementiert ist, wie man denn diesen Songtext produzieren könnte. Und wir haben das natürlich auch für Extend gemacht. Was wir hier sehen ist, was eine Besonderheit in Extend, das sind solche Templates, Template-Ausdrücke. Die sind in dreifachen Hochkommata, Single Quotes. Dreifache Single-Quotes. Und eigentlich ist alles, was dazwischen steht, ist ein riesiger String. Mehrzeilig, also New Lines kann ich da bauen, das geht in Java auch nicht. String-Konkatenation in Java ist ein bisschen furchtbar mit dem String-Builder und ähnlichen Dingen. Also erkennt man sehr schnell überhaupt nicht mehr, worum es geht. Das heißt, auch hier haben wir Java ein bisschen verändert, ein bisschen verbessert. Und man kann jetzt innerhalb dieser Template-Ausdrücke den eigentlichen String unterbrechen mit diesen französischen Anführungszeichen. Die gibt es per Content Assist mit Control Space. Und dazwischen kann man einen beliebigen Ausdruck schreiben. Und der wird ausgewertet und der Stringwert davon wird dann hier eingefügt. Ja, also man kann dann so wirklich so Templates bauen damit. Es gibt zusätzlich noch so Kontrollstrukturen und zwar Vorschleifen und If-Statements. So, und das ist eigentlich alles, was man braucht, um Code-Generierung zu machen. Das heißt, ich bekomme irgendein Objekt hinein und verarbeite das. Ich greife auf die Felder des Objektes zu und verpacke das irgendwie in Text. Und der Text, der könnte dann eben zum Beispiel Java-Code sein. Also man kann in Extend relativ elegant Code-Generatoren schreiben. Sehr elegant. Und eine Besonderheit hier bei Extend ist, man fällt vielleicht auf, dass es hier manchmal grau unterlegt ist und manchmal nicht. Wer hat denn schon mal so mit Template-Sprachen gearbeitet? Velocity oder JSP oder ähnlichen? Ja? Okay, da gibt es ein Problem, vielleicht ist euch, ich duze immer, ich hoffe, das nimmt mir niemand übel, ist euch das auch mal aufgefallen? Das ist die Einrückung. Und zwar schreibe ich entweder mein Template so, dass ich die Kontrollstrukturen des Templates lesen kann, oder so, dass ich den Text wiedererkenne, der dabei rauskommt. Und das nervt. Ja, also das ist unter Umständen richtig heftig, schwierig, bis man dann irgendwie die White Spaces richtig sortiert hat, sodass sie die richtigen Menge von Zeilenumbrüchen in Output geht. In Extend haben wir jetzt hier so einen Algorithmus, den jetzt im Detail zu erklären ist ein bisschen kompliziert, aber er funktioniert einfach so, wie man denkt. Der erkennt die Kontrollstrukturen, wir haben ja For und If, und merkt, wenn ich nach der Kontrollstruktur eindrücke,
dann ist das eine Einrückung, die kommt von der Kontrollstruktur, die soll nicht in die Ausgabe. Und wenn ich ansonsten eindrücke, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal eindrücke, dann meine ich wohl eine Eindrückung, die in die Ausgabe gehen soll. Und um das dann noch ein bisschen besser darzustellen, haben wir diesen Grayspace, Whitespace und Grayspace. Ja, das heißt, zum Beispiel diese Eindrückung hier, die kommt daher, dass ich einfach den Methodenkörper von dieser Methode eindrücken will. Das will ich nicht in der Ausgabe sehen, aber diese Eindrückung hier will ich in der Ausgabe sehen. Die Eindrückungen werden dann auch noch weiter vererbt. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine andere Methode aufrufe, die wieder einen String zurückgibt, dann werden die Newlines untersucht und entsprechend die Eindrückung gemacht. Das ist alles ganz wunderbar. Und deswegen kann man also mit Extend wirklich sehr schön solche Template-Ausdrücke machen und auch eben Code-Generatoren schreiben. Was man jetzt hier auch noch sehen kann, auch wieder hier sind die statischen Extension Methods, das heißt, wir haben hier eine zweite Klasse, Bottle Support, die hat die statische Methode Bottles und die wird hier oben zum Beispiel aufgerufen. Also wenn ich hier navigiere, dann lande ich im Bottle Support, das heißt, ich muss nicht schreiben Bottles von i, sondern ich kann i.bottles schreiben und das dasselbe mit Großbuchstaben mit der großgeschriebenen Bottles Methode. Auch hier wieder gelöst über einen statischen Extension Import. Ja, wenn ich das jetzt ausführe, das sieht man jetzt natürlich nicht, weil die Konsole ein bisschen klein ist, aber dann sehe ich hier den kompletten Song. Und nur um das mit der Eindrückung nochmal zu demonstrieren, machen wir mal zum Beispiel hier eine Eindrückung. Die letzte Strophe eingedrückt. So, jetzt hat er sich das leider nicht gemerkt. So, jetzt sehen wir hier die letzte Strophe eingedrückt. Ne? Aber diese ganze Eindrückung vorneweg wird ignoriert, genauso wie diese. Okay, also da jetzt Template-Syntax haben wir, Extension-Methods haben wir. Was kann ich noch zeigen? Es gibt noch eine Menge, was ich zeigen könnte. Funktionale Programmierung habe ich mal angedeutet vorhin. Wer hat denn schon mal funktional programmiert? Ja. Okay, also der Witz an funktionaler Programmierung ist, dass man, der Support, den wir hier dafür haben in Extend, ist, dass wir sogenannte Lambda-Expressions unterstützen. Das sind im Prinzip, kann man sich das vorstellen, als anonyme Funktionen. Lambda-Expressions, kann man erreichen als Parameter an den Methoden aufruft. Dann nennt man sowas eine Higher-Order-Function, wenn eine Methode eine Lambda-Expression übernimmt. Und man kann mit diesen Lambda-Expressions halt unglaublich toll Listen verarbeiten. Also hier zum Beispiel, dieses Beispiel, hier haben wir Movies. Movie ist hier so eine Klasse, die ist annotiert mit Data. Das heißt, können wir uns den generierten Code mal angucken, das ist ein Hinweis für unseren Compiler. Die Data-Annotation bedeutet, dass alle Felder hier drin zu Properties werden, also mit Getter und Setter ausgestattet werden und dass er automatisch ein Equals und Hashcode generiert, der Compiler, sodass das wirklich so reine Datenobjekte sein können, die dann auch vergleichbar sind und ähnliche Dinge. Ja, trotz allem haben wir hier also Getter und Setter, das ist vielleicht auch noch etwas, was ich noch nicht gesagt habe. Wenn ich mit Java Beans arbeite in Extend, dann ist ja typischerweise so, dass man auf Attribute über Getter zugreift, lesend, und über Setter schreibend. In Extend muss ich das nicht hinschreiben, ich schreibe einfach den Namen der Property hin und je nach Kontext, ob es ein schreibender oder lesender Kontext ist, wird dann entsprechend der Getter oder der Setter aufgerufen. Wir sehen das zum Beispiel hier oben, Rating wäre so ein Ding, und hier sieht das ein lesender Zugriff, das wird also hier ein Getter aufgerufen. Das heißt also, ich spare mir diesen Overhead, dieses, was so ein bisschen laut ist mit Getter und Setter,
und habe aber trotzdem funktional genau das Gleiche. Gut, das heißt, ich habe so eine Datenklasse Movie und ich habe eine Liste von Movies, die wird hier initialisiert aus irgendeinem aus einer CSV-Datei. Das heißt also, Movies ist tatsächlich eine Liste von Movie-Objekten. Und nun gibt es in dieser Runtime-Bibliothek von Extend einen ganzen Satz an Higher-Order-Functions, die auf Iterables arbeiten. Also Iterables sind Listen, Collections, alles Mögliche, alles, was man iterieren kann. Zum Beispiel Filter. So, und hier sieht man Filter. Das liegt jetzt hier im Extension-Scope, das heißt, es ist eigentlich wieder eine Methode, die in einer ganz anderen Klasse definiert ist, aber ich kann sie auf der Liste aufrufen, weil sie dort als Extension registriert ist. Filter nimmt als Parameter eine Closure, ja, eine Lambda-Expression, und das ist hier so eine Lambda-Expression, und diese Lambda-Expression muss für Filter ein Boolean zurückgeben. Und wenn das Boolean true ist, dann hat das Resultat von der Filteroperation, enthält dann das Element, auf dem das Prädikat ausgeführt wurde, gültig war. Das heißt, mit Movies Filter, Categories contains action, filtere ich alle Movies raus, deren Category Attribut, hier sieht man das, das ist ein Set, Action enthält, alle Action Movies. Und davon hier die Größe. Das heißt, das ist auch wieder eine Extension-Funktion, auf der Liste, also auf dem Iterable, das hier rauskommt. Und auf diese Art und Weise kann ich so Listen jetzt hier wirklich ganz toll verarbeiten. Also hier filtere ich alle Action-Movies, hier nehme ich alle Movies aus den 80ern und sortiere sie nach ihrem Rating und so weiter und so fort. Diese Syntax hier, die ist ein bisschen verkürzt. So eine Closure ist ja eigentlich eine Funktion, das heißt, sie nimmt Argumente und sie gibt einen Rückgabetyp. Und eigentlich steht hier sowas wie Movie It. So, das bedeutet, diese Closure nimmt ein Argument vom Typ Movie, das wird automatisch inferiert, weil wir wissen, dass es hier eine Liste von Movies ist. Und It ist bei uns eine spezielle Variable, das ist so ähnlich wie this in Java. This haben wir auch, this ist an die aktuelle Instanz gebunden. Und it ist auch so ein impliziter Receiver, das heißt, ich kann es weglassen wie this in verschiedenen Kontexten, ich kann es aber binden, wie ich möchte. Und für Closures ist einfach der Default-Name für so, für so einen Parameter it. Das heißt, was hier eigentlich steht, ist it.categories, aber it kann ich weglassen im Aufruf, also steht da nur categories. Und Categories ist in Wirklichkeit nicht der Zugriff auf das Feld, sondern der Zugriff auf den Getter. Also man sieht, hier ist ziemlich viel syntaktischer Zucker am Werk, dass wir Ausdrücke sehr kurz, kompakt und lesbar hinschreiben können. Und wenn eben mein einziger Parameter in der Closure it heißt, dann kann ich den auch weglassen. Deswegen kann ich das hier so schön verkürzt hinschreiben. Gut, einen hätte ich noch, das ist so ein Beispiel hier, so, das ist jetzt für jemanden, der das noch nie gesehen hat, wirklich so ein bisschen mindblowing, glaube ich. Es geht darum, einen HTML-DOM zu bauen und was ich hier demonstrieren will, ist, dass man mit Extend eben wunderschöne APIs bauen kann. Wir haben die wichtigsten Sachen dazu schon kennengelernt, nämlich Extension Methods und die Closures. Was passiert jetzt hier? Also erstmal gibt es so einen Satz von Datenobjekten, die den einzelnen HTML-Typen entsprechen, Elementen entsprechen. Die können wir uns hier mal angucken. Also ich habe einmal das HTML-Tag, dann gibt es da Head und Title und dann gibt es solche Content-Nodes. Und alle erben von Node. Ich kann mir jetzt hier auch Tooling mal ein bisschen zeigen, anzeigen lassen. Das ist die Hierarchie von Node. Da gibt es eben Content-Nodes und für jedes HTML, alles was in HTML so auftreten kann, habe ich jetzt hier, oder was jetzt hier in dem Beispiel auftreten kann, habe ich jetzt hier so eine Klasse. Auch wieder eine Datenklasse, das heißt, ich kriege Getter und Setter automatisch generiert. Zum Beispiel hat hier jeder Node so Contents. Und das heißt, kann andere Nodes enthalten, wie das in HTML eben so ist. Und ja, dann habe ich hier sozusagen mein Datenobjekt. Das sind meine Datenobjekte, mit denen ich hantiere. Daraus baue ich jetzt einen Baum auf und das wird dann nachher serialisiert als HTML-Text. So, das Aufbauen des Baums ist jetzt hier auch wieder voller Tricks, aber eben
führt dann dazu, dass man es im Endeffekt so schreiben kann. Und das ist wunderbar lesbar. Wenn man sich überlegt, wie das in Java aussieht, da steht dann new HTML, das müsste ich einer Variable zuweisen, dann müsste ich darauf add head aufrufen oder set content new head, dann müsste ich das wieder initialisieren mit allen Eigenschaften von head und so weiter und so fort. Das wäre unglaublich viel Code und man würde nichts mehr erkennen. Hier erkennt man auf jeden Fall schon mal die Struktur und man sieht eigentlich, worum es geht. Dieses it here is evidence, wissen wir, überflüssig. Das heißt, was wir hier benutzen, ist einmal hier ein ganz normaler Konstruktoraufruf. Hier wird ein HTML-Objekt gebaut. Dann gibt es hier einen with-Operator. With bindet für die folgende Closure das it an den Ausdruck, der davor stand. Das heißt also, innerhalb dieser Closure, von hier bis hier unten, auf der Ebene, ist it gebunden an das neue HTML-Objekt. So, das heißt, dann steht hier nicht head, sondern it.head. Head ist braun, das heißt, das ist also auch wieder eine Extension-Funktion. Wo kommt die her? Von hier. Das ist eine weitere Hilfsklasse, DOM-Builder heißt die. Head nimmt ein HTML-Objekt, unser aktuelles it, und eine Closure. Das hier ist übrigens die Typsignatur einer Closure. Das heißt, eine Funktion, die ein Head-Objekt übernimmt und nichts zurückgibt. Void. Und was macht sie? Sie zeugt ein neues Head-Objekt und ruft die Closure init mit diesem neuen Head-Objekt auf. Das passiert hier unten. Ne? Und das neu erzeugte Head-Objekt wird auch in den Parent-Knoten eingehängt. Das ist also so ein bisschen API, die ich hier so außen herum baue mit diesem DOM-Builder. Eigentlich immer dasselbe Schema. Vorneweg habe ich ein Parent-Element, dann eine Closure, um das Element zu initialisieren. Und die Methode heißt so, wie das Element, das da erzeugt werden soll. Und das heißt, hier wird also head mit dem aktuellen HTML-Objekt aufgerufen, dann gibt es hier wieder die Closure und die wird benutzt, um dieses head-Element zu initialisieren. Das heißt, hier drin ist jetzt it gebunden an das head-Objekt, das hier gerade erzeugt worden ist. Das heißt, mit diesem syntaktischen Zucker, da gehört auch dazu, dass man eine Closure, wenn sie der letzte Parameter ist eines Funktionsaufrufs, hinter dem Funktionsaufruf schreiben kann, mit diesem ganzen Zucker kann ich eben die Konstruktion von solchen Bäumen relativ gut lesbar oder sehr gut lesbar machen im Vergleich zu Java. Und trotzdem statisch getypt. Es ist trotzdem alles statisch getypt, denn das ist ein Methodenaufruf-Title, der braucht hier in diesem dieses Dollar ist ein Funktionsaufruf und das braucht zum Beispiel ein String. Hier könnte ich jetzt keinen Integer zurückgeben. Das wäre einfach ein Fehler, weil ein String erwartet wird. Gut, also zusammenfassend, wir haben auf Java aufbauend eine neue Sprache gebaut, wir haben das Typsystem komplett übernommen, wir haben einiges an syntaktischen Erweiterungen gebaut, Closures, Higher-Order-Functions, Extension-Methods, vereinfachte Property-Aufrufe, Operator-Overloading und so weiter. Vieles davon habe ich gezeigt. Und das Ganze kompiliert trotzdem auf Java, ist also zur Laufzeit genauso performant und gut wie Java-Code, der native geschrieben wurde. Das ist Extend. Wir schreiben mittlerweile sehr viel von unserem Code in Extend. Und ich kann jedem nur raten, das auch mal auszuprobieren. Das macht Spaß, das ist alles Open Source, das ist alles bei Eclipse. Wird alles mit dem neuen Juno-Release auch released werden. Ja, und das wäre es dann. Vielleicht sind ja noch Fragen. Das kannst du dir aussuchen. Habe ich noch nicht gezeigt, wir haben Debugging-Support. Ich kann jetzt hier einen Breakpoint setzen. Das ist ein Test, also ich starte das mal hier als JUnit-Test. Debug, genau. Dankeschön. Perspektive wechseln. So, und jetzt bin ich voreinstellungsmäßig bin ich im Extend-Test, im Extend-Modus. Ich kann jetzt hier aber auch auf dem Stack-Trace sagen, wo war das? Show Source, Java. Und dann kann ich jetzt hier stattdessen den Java-Code weiter debuggen und dann wieder zurückgehen zu Extend. Also ich kann wirklich beides debuggen, sehe dann auch eben die... aber das ist klar, ne? Also das ist ja genau der Witz, weshalb wir das machen. Ja? Also Closures
überall dort, wo in anderen Sprachen, also es gibt Sprachen, die haben Closures und überall dort, wo dort Closures benutzt werden, benutzt man in Java anonyme Klassen. Und wenn das ein bisschen generisch sein soll, dann sind das alles anonyme Klassen, die Typparameter haben. Also ne, Comparator ist zum Beispiel. Comparator ist im Prinzip eine Closure. Comparator hat nur die Methode compare to, also eine einzelne Methode, wie die heißt, ist eigentlich Wurst. Es geht darum, dass ich da Behavior weitergebe an eine Funktion, die irgendwas mit dem Comparator macht. Und deswegen sieht das hier ein bisschen fies aus. Ja, das sind halt die Closures und die sind halt alle generisch, weil der Rückgabetyp hier auch als Typparameter drin ist, aber es ist eben alles statisch getypt. Und hinschreiben möchte man sowas nicht. Klar. Ja. Bitte? Ja? Nee. Also es ist so, dass die, also wir orientieren uns ja mit vielen, was wir hier so machen, auch an Google Juice. Kennt jemand Google Juice? Oder Google Guava heißt es jetzt. Das ist also eine Bibliothek von Google, Java-Bibliothek, die eben auch für Java im Prinzip das anbietet, sowas Closure-artiges, aber eben mit anonymen Klassen. Ja, da gibt es dann auch Prädikate und Funktionen als Objekte. Und die performt sehr gut. Und auch ein Grund, dass die so gut performt ist, wir sind mit diesem Ansatz von anonymen Klassen oder Closures, egal wie es implementiert ist, ist man weg von der sofortigen Ausführungslogik und kann Lazy Evaluation machen, das heißt On-Demand erst Dinge ausführen. Man kann zum Beispiel Iteratoren bauen, die alle Zahlen von 0 bis Max in zurückliefern und wenn ich sie einfach nicht abfrage, werden sie halt auch gar nicht erst erzeugt. Solche Dinge, also das ist, das performt sehr gut, also auch mit, da haben wir bisher keine Probleme mit. Bitte? Ja, auch eine, weil es gibt also auf jeden Fall einen Interpreter für die Expression-Sprache hier, also für die Methoden-Bodies. Und für Extend selbst ist jetzt der Interpreter noch nicht so out of the box fertig. Wir bauen aber wir haben Tests, wo wir immer so einen Schnipsel Extend nehmen, den kompilieren zu Java und dann auch ausführen aus dem Test raus, also mit Classloader, UDI, Classloading und so rumspielen und das funktioniert gut und wir benutzen es auch. Das ist übrigens noch ein Hinweis, den ich geben wollte, wenn man sich nicht traut, das produktiv einzusetzen. Für Tests ist es macht einfach wunderbar Spaß, Tests zu bauen mit Extend. Wir haben Multiline String Literals, also das ist wichtig und die Extension Methods und eben auch Closures. Man kann Tests wirklich wunderbar kompakt hinschreiben und sie performen eben trotzdem. Noch mehr Fragen? Ja. Nein. Genau, das Ganze ist textbasiert. So, und der Compiler ist auch standalone, der funktioniert auch außerhalb von Eclipse. Es gibt auch eine Maven-Integration und alles dafür. Aber das lebt natürlich davon, dass das Tooling gut ist und dass man diese Tool-Unterstützung hat. Also gerade das Syntax-Coloring, das ist schon ganz gut, dass man weiß hier, das ist braun, das ist eine Extension-Method. Dann muss man nicht suchen, wo die... Ja, genau. Und eben auch durch die Integration mit JDT, also wir sind in Find References eingebunden und in allem im Rename-Refactoring auch. Also wir Rename-Refactoring geht dann über die Sprachengrenzen hinweg. Das ist also wirklich... Genau, ich habe es eben gesagt, es gibt ein Maven-Plugin für den Compiler und ansonsten ist es ja dann Java. Ja, also was wir auch häufig machen, wir checken tatsächlich den Java-Code ein, weil wir, also wer schon mal für Eclipse irgendwie einen Build-Server aufgesetzt hat, also für ein Eclipse-Projekt mit Eclipse-Plugins, weiß, dass es nicht so unbedingt einfach ist. Also da machen wir so ein bisschen Kompromiss. Müsste man eigentlich nicht, weil diese Java-Artefakte sind ja wie Class-Files, die checken wir ja normalerweise auch nicht ein. Aber das geht, man kann das alles aufsetzen, man kann das so bauen. Ist eben auch standalone von Eclipse losgelöst benutzbar. Ja? Ja. Ja.
kommst du aber in Teufelsküche, wenn du das Ganze auf Java kompilierst. Ja, dann verweise ich wieder auf den exzeptionell guten DSL-Support von Eclipse, nämlich durch XBase, diese Sprache, und hier unten hatte ich es irgendwo. Und XText, du könntest eine eigene Sprache schreiben, die das als First Class Citizens unterstützt. So, ja. Also was du ja möchtest, ist... Genau. Ja, das ist halt von InXtend so nicht unterstützt, weil das zu speziell ist. Aber wie gesagt, du kannst dir eigene DSLs bauen, du kannst dir eigene domänenspezifische Sprachen bauen und du könntest solche Konzepte dort drin einbauen. Also wenn du meinst, du willst jetzt, keine Ahnung, eine Simulationssprache für irgendwelche Physik-Simulationen machen, dann willst du das vielleicht, dass die Größen irgendwie, also dass die Parameter Größen sind, also auch eine Einheit haben. Und dann würdest du das vielleicht als Konzept in die Sprache einfügen. Aber nicht in eine General-Purpose-Sprache wie InXtend. Da bist du jetzt an dem Punkt, wo wir, ich habe eine Annotation habe ich gezeigt, diese AddData-Annotation, die speziell aus Extend kommt. Wir planen fürs nächste Release so ein Annotations-Framework, also die ist momentan fest eingebaut, mit der man die Kompilierung steuern kann. Das heißt, du könntest dann eigene Annotationen definieren, die sagen, okay, das ist jetzt hier eine Länge und diese Annotation wird vom Compiler aufgegriffen und dann entsprechend auf Java-Code umgesetzt. Das könntest du machen. Dann kannst du auch Validierung dafür schreiben und alles, was dazu gehört. Aber das ist, wie gesagt, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Gut. Ja, Dankeschön.